Und noch einmal bin ich fündig geworden. Diesmal in Wroclaw. Ziemlich in der Nähe der Mahlstrom Arena konnte ich ein weiteres Haus entdecken. Auch ansehnlich. Ich hätte euch auch gerne den Zugang gezeigt, aber der ist zurzeit noch buggy. Wenn ich hier rausgehe, komme ich nicht wieder rein. Ich habe das Ganze auch gleich wieder möbliert gekauft, weil ansonsten ist es halt nur ein mehr oder weniger leerer Raum mit ein paar Leuchter drinne und das war's. Auch für das Haus ist kein Goldpreis angegeben. Ob das jetzt bedeuten soll, dass es das Anwesen auch nur für Kronen geben wird. Möchte ich nicht unbedingt behaupten. Aber wie man so sieht, der Eingangsbereich ist schon mal riesengroß. Nicht nur ein Wasserfall, sogar zwei. Ein eingearbeiteten Swimmingpool, könnte man sagen.
schon ziemlich viel Platz hier. Lässt sich schon ein bisschen was machen. Obwohl, man hätte auch gerne mal den Schotter wegräumen können, ne? Auch im Außenbereich ist reichlich Platz, soweit die Füße tragen. Und ich denke mal, wer da runterspringt, da hilft auch kein Blocken mehr was. Wasserfall kommt man auf jeden Fall nicht runter, das habe ich schon mal ausprobiert.
Ja, das wäre dann das zweite Anwesen, was ich da entdeckt habe. Wie gesagt, auch ansehnlich, auch kein Goldpreis. Aber eigentlich schon sehr viel Platz vorhanden. Ja, das soll's gewesen sein, um euch die neuesten Neuigkeiten zu unterbreiten. Und vielleicht den einen oder anderen schon mal zum Sparen anzuregen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.